Und dann kannst du das Lager vergrößern. Was brauchst du denn dafür für Ressourcen? Sechs Lagerkisten, wir haben nur fünf und wie sieht's eigentlich Ja, warte, mit. ich krieg noch Lagerkisten, wenn wir wieder zurückfahren. Ja, ich würde jetzt halt erstmal die Anlage reparieren, aber die kostet nur. Okay, ja, wir brauchen. Lass nochmal dahin fahren, oder wie? Ja, dann repariere die Anlage und wenn wir Hab genug ich. Kisten. Gut. Hab die Anlage repariert, wir brauchen quasi noch Kisten, um das Lager auszubauen. Was für ein Auto nehmen wir? Repariere beschädigte Anlagen, das habe ich. Baue einen Außenposten. Zugang zu Wasser würde unser Haus verbessern. Wie kriege ich einen Zugang zu Wasser? Keine Ahnung. Lass mit der Karre hier fahren, weil da finde ich es am unschlimmsten, wenn wir die Wenn die zerstören. kaputt. Aber nee, die hat nicht mehr viel Benzin. Wie viel hat das Taxi noch? Ah ja, mit dem kann man nochmal eine Runde fahren. Kurz gucken, ob alles geht. Okay. Wo war das jetzt? Wir Blaue waren. Markierung. Ah, okay, perfekt. Erstmal andersrum fahren. Das ist richtig geil. Du bist dran vorbei. Wollte gerade noch die Küche töten. Nice, Alter. Ich habe noch eine Schotti. Willst du mal herkommen? Warte, ich werf das. Ne, was werf ich denn jetzt mal eben weg? Doch, ich werf jetzt mal das eben weg. Pack den Rucksack hier rein und drop dir den, ja? Ich habe nämlich hier einen 7er Rucksack. Den hast du ja wahrscheinlich noch nicht. Doch, schauen Sie mir, okay. Ja, yep. Dann weiß ich nicht, wohin mit. Ich guck gleich mal, ob der andere Mate den schon hat. Aber ich Ja, habe hier da eine. bestimmt nicht. Ich habe hier eine fucking nice Klinge. Ich war auch eben nicht, dadurch, dass wir ja gerade kurz die Aufnahme pausiert hatten, war ich nicht pissen. Warte, ich meinte, ich war pissen. Ich meinte, ich war pissen, aber Was machst du nicht? meine Sachen ausladen im Lager. Nein, nein, nein. Was? Ich hab den Typ aus Versehen weggeschickt, aber. Yes? Ich hab doch die Teile nicht mehr gefunden, egal. Yeah, no room for that. Yeah, no room for that. Wow, sind alle bepackt bis zum. Hab ich hier drin noch irgendwas, was Sinn macht mit? Alter, alles klar. Kannst ja noch so viel mitnehmen. Ja, dann lass halt nochmal herfahren. Warum? Ja, weil ich die Sachen nicht mitnehmen kann. Kannst doch Zeug in den Coverraum, ne? Oh. That seems like a good idea. Da sind halt ganz viele Waffen, die will ich eigentlich nicht liegen lassen. Ich meine, Rucksäcke finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Hast Oh, hey. du noch was, was ich vielleicht passend dazu reintroppen könnte? Oh, draußen wird's hell. Geilo, endlich. Oh, hell. Ich finde auch, die Sterne sehen sehr schön animiert aus in dem Game. Keine Ahnung, was ist denn am wichtigsten? Ist jetzt die Frage. Ich schnitzel hier mal entspannt. Boah, Alter, wir müssen echt noch öfters hierher kommen. Ja, dann. Ja, ist die Frage ist, ob wir durchgehend immer nur hier hin und her fahren oder ob wir einen Außenposten einrichten in der Nähe.
Weil hier gibt es schon noch eine Menge zu looten. Ich habe eigentlich keinen Bock, jedes Mal hierher zu fahren. Okay, run or fight. Naja, du kannst halt gucken, wo hier irgendwo... Oh, ich habe Teil eines Schaltkreises gefunden. Ich guck mal auf der Map, wo hier ein Außenpost, also... Hier wäre eine Lebensmittelsammlung, das wäre eigentlich nicht schlecht, oder? Oder eine Medikamentensammlung. Was ist halt die Frage, ob die da auch... Ob die da auch? Also guck mal auf die Map. Ich hätte jetzt vielleicht vorgeschlagen, wir nehmen den hier, weil der ist relativ in der Nähe. Und wir haben Zugriff... Ja, das ist einfach ein Lebensmittelmarkt. Ja, aber da haben wir doch keine... Keine? Haben wir da einen Schrank? Ach so, das ist da nicht mit inbegriffen. Weiß ich nicht. Hier wären zwei Betten. Wollen wir einfach mal hingehen, komm, das ist direkt. Das ist fucking direkt nebenan, als ob ich da jetzt nicht einfach nachgucken kann, was das alles hat. Was ist hiermit oder damit? Warte, lass mich gerade mal kurz gucken, ob das immer inbegriffen ist, weil sonst fällt schon mal ganz viel raus. Ich weiß nicht. Ich denke aber schon. Was ist hiermit? Sorry, Bro. Nee, ich hab nicht mit dir geredet, alles gut. Jetzt guck mal, die blaue. Ja, jetzt lass mich doch erstmal gucken. Mit I sehe ich das, ne? Nee, was muss ich dafür drücken, dass ich das sehe? Ah, ich muss hier hingehen. Sorry. Das ist noch alles ein bisschen. Schließfach im Außenposten, Schutzzone um den Außenposten, Charakterwechsel im Außenposten. Und Lebensmittelvorrat, ein pro Tag. Warte mal, M, den blauen. Materialiensammlung, das ist halt auch sick, ne? Nebendran ist halt ein Infektionsherd. Ja, das können wir ja weghauen. Ja, da ist halt auch echt viel in der Nähe drumrum, ne? Ja, deshalb ja. Ja, fände ich eigentlich echt sick. Ja, dann lass das da nehmen. Dann lass da hingehen. Dann hast du halt noch mehr Raum dann zum Lagern? Die Ressourcen oder du guckst halt nach. Ja, keine Ahnung. Nein, alles gut. Ich finde das mit den Ressourcen gar nicht so schlecht. Ich hab grad schon gedacht, du hast ein Laserschwert, Alter. Junge, das habe ich auch erst gedacht. Oder so eine Leuchtstoffröhre oder sowas. Sieht echt cool aus mit dem Grünen. Beginnst in dem Game wäre geil mit Gambling. Was mit unserem Bro? Warte mal, einen Abgang. Abgang, du Bastard. Einziges Problem ist, ich habe keine Granaten. Back die bei dir auch in der Motorhaube drin? Du brauchst keine Granaten für so Dinge. Okay. Habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Ja, genau, lass er raussteigen, ist am besten. Oh, fuck. Geil ist, ich renne da bepackt wie ein Esel rein. Hast du eine Schutzwaffe dabei? Ja. Ich guck mal ein bisschen. Guck deine nach hinten. Warte mal, hast du keine Schusswaffe? Nee. Warte mal. R. Hier. Ist da Munition dabei? Ich hab keine Muni mehr, ich hab nur einen Schuss. Okay, alles klar. Machen wir auch so. Ja, hier, du hast ja gerade was aufgenommen. Ich wechsle mal den Typen, ob der vielleicht noch was hat. Hey, hier ist jemand drinne. Der ist nicht geil. Das ist niemand von uns, oder?
Nein. Okay, hier sind zwei Leute drin. Guck mal. Guck mal, hier sind eine Black Bitch und eine... Guck mal her. Ja, warte mal, ich muss mich mal heilen, Digga. Ich bin fast down. Also, der Charakter ist fast down. Das ist ja nicht mein Fehler. Er rennt vor mir weg. Was ist mit dem los? Wie ist es dir ergangen? Alter, diese Elektronikerin, genauso wie Valentin. Ne, der ist Elektriker, nicht Elektroniker. Oh, sorry, aber ich muss gerade eben nochmal ganz kurz die Gummibärchen aufreißen, weil ich hab echt Hunger mittlerweile. Spät ist es? Zwei, drei? Zwei? Nobody knows. Willst du jetzt drüben mal das Ding kaufen? Schnell? Mein Typ ist müde. Wir sollten dann heimfahren. Ja, nee, geht also so lange nicht. Hier, wo ist die Red Laterne? Rote Rakete. Aber wir müssen die erst sichern, nochmal hier in den Raum gehen. Jetzt. Jetzt warte, musst du hierher. Wo wurde das angezeigt eben? Hier, bei mir. Und da. Oh, Schließfach öffnen, Alter. Erstmal alles wegballern hier. Ballern. Was brachte ich? Eure, ne? Ja. Ja. Hab ich. Gut. Warte, was braucht wer? Ich hab einfach ja gesagt. Yes. You're the boss. Schöne Musik auch, ne? Ja. Bei dem Sonnenaufgang. Also ich hätte übrigens gesagt, ich weiß nicht, Folgen, in denen wir looten, können wir eigentlich länger machen, weil sonst sieht man ja in denen nichts, weißt du? Ja. Das kann ich noch looten, ups. Oder eigentlich nicht draufsteigen, sorry. This will come in handy. Okay, du musst hier noch looten, hier drin, gell? Hier in der Ecke. Ich hab noch was Cooles gefunden und wir müssen nochmal... Na, nee, ich kann ja den... Ich kann das ja aufnehmen, oder? Der hat es ja, der hat ja nur einen Rucksack auf. Oh, ich hab Tank. Tank? Sprit. Tank. Ja, Tank, Junge. Meine Fresse. Das jetzt nicht verwenden können. Soll ich das auffüllen hier, das Auto, oder? Kannst du theoretisch machen, ja. Wir müssen ja eh irgendwie heimfahren, weil ich würde die Sachen heimbringen. Ich würde gerne den einen Typ wechseln, weil der echt fertig ist. Meine so Funkbefehle fällt. Zu überdrücke. Ist es O oder 0? Nee. Es muss O sein. O wie Oralsex? Ja. Oder O wie, oh mein Gott, ich muss niesen. Was? Ich glaube, du hast auch die, wie heißt die, Blut, irgendwas? Was? Allergie nennt man sowas. Ich bin allergisch gegen Spacken. Deswegen muss ich immer niesen, wenn ich mit dir zocke. Die ist ein Fetter, glaube ich. Ja, ich hub jetzt aber. Ich fahr jetzt mal nicht. ich hub jetzt aber. Ja, warte. Junge, ey. Ja, willst du jetzt auch fahren, oder? Ich such den Fetten. Wo ist er denn? Na, hier rechts. Boah, Alter. Wow.
Ist der geplatzt oder hat er das gemacht, um uns zu vergiften? Nicht. Der ist geplatzt. Ich glaube, ja, wenn der geplatzt ist, lass doch mit dir nochmal luchen. Ja, der ist geplatzt. Kann man den looten? Ich würde ja nicht unbedingt reinlaufen, so wie es da aussieht. Ja. Wir kommen ja öfters hin, seit der Außenposten. Kackt die da vorne? Moin. Ich find so geil, wie der Typ bei mir links im Auto sitzt und rechts die Tür aufmacht. Ja, du machst bei mir die Tür auf. Nee, ich mach bei mir nie die Tür auf. Pass auf, es kommt wieder ein sicker Drift. Achtung, pass auf. Oh mein Gott, it was so awesome. Aua. Hat's echt Damage gemacht? Wie kann ich mich denn heilen, also wenn ich diese unten an der Lebensleiste dieses Zeichen habe? Dass du quasi mit dem Kopf verwandt? Ja. Da musst du... Medizinstation? Genau, Medizin. Du brauchst einen mit chirurgischer... sonst okay. Was. Ja, auf jeden Fall will ich jetzt erstmal eben ganz kurz die Sachen wegbringen. Alle Charaktere so haben, dass alles passt. Und dann kann ich mich darum kümmern. Okay, da habe ich alles weggebracht. Das und das kommt noch weg. Munition. Brauchst du die hier, ne? So. Also, ich muss ja den Typ noch wechseln. Den Spacken hier. Wo bist du? Da. Ich möchte einfach nur. Wenn du zu Sebastian wechselst, brichst du die Mission ab. Dann kann ich die aber später wieder aufnehmen, ne? Warte, welche? Triff die Nachbarn. Ich weiß nicht, ob du die dann später wieder aufnehmen kannst. Ja, wie soll ich den anderen Typ jetzt schlafen schicken? Gar nicht, oder was? Hä, wie welchen anderen Typen? Ja, ich würde gerne zu meinem Begleiter wechseln. Ah, ich kann den einfach auch wegschicken, oder? Ja. Ich hoffe mal, der verliert jetzt diese Medizinpacken auf dem Rücken nicht. Nee, gib. Nee. Ich kann ja nicht zu ihm gehen, weißt du? Lass mal eben kurz gucken. Also, die Werkstatt ist gebaut, der Garten auch. Krankenstation. Nutze dein chirurgisches Wissen. Ja, dafür brauche ich Wissen über Chirurgie. Ich hab's gefunden. Es gibt keinen. Ja gut, das kann ich jetzt nicht wechseln. Wir können auch ein Umzugsziel machen. Umzugsziele, überlebe Aktivität. Wenn du auf der Map bist. Ja, ich habe halt jetzt eine Quest offen, ne? Und ja. Ich kann jetzt keinen Typ wechseln. Wo ist eigentlich schon wieder? Aber dann dürfte die doch bleiben. Wechsel mal einfach. Nee, jetzt weg. Ja, warte mal. Hallo. Nee, ist dann weg. Scheiße. Okay. Gut, jetzt wissen wir es. Gut zu wissen. Ja, die scheiß Nachbarn, ey, ich hab die eh gehasst. Ja, dann lass mich mal eben zu dem anderen Typ da gehen, den ich. Die Tür war bei mir offen, aber okay. Zu dem Typ, den ich weggeschickt habe. Der ist irgendwo hier unten. Unten, was ist mit dir? Alles fresh bei dir? Rodriguez? Wie läuft's bei den Bayern so? nein. Was? Was? Warte, wenn der jetzt aufsteht, kriegt er die Sachen wieder? Ja, okay. Alles gut. Goddammit. Ein bisschen Parkour aufmachen, sorry. Achso, oh, kann ich meine Dings wieder reparieren? Geil. Deine? Waffe. Okay, dann schicke ich den jetzt mal schlafen. Dafür muss ja, ich ja nur den Charakter. Einfach den Charakter wechseln. Ups. Wir haben halt Fell. Ah, warte. Oh, mit T Kontrolle übernehmen. Jetzt starte ich die Mission von Rodriguez.
Ich würde jetzt gerne, warte, ich nehme die hier. Junge, geh mir doch nicht auf den Sack. Warum rammt ihr euch denn die ganze Zeit gegenseitig? Die wollen Sex. Meine Fresse. Warte, kann ich jetzt nicht mit der? Habe ich nicht mit der Chirurgie? Ich meine, die wird es doch wohl können, oder? Nee, nee. Warum nicht? Ist die so dumm? Ja. Naja, dann halt nicht. Dann bleiben unsere Leute halt krank und behindert. Also. Ist doch okay. Passt wenigstens zu uns, ich weiß. Was muss ich jetzt mit der machen? Gehe zur kostenlosen Klinik, um nach verlorenen Ahnen. Okay. Wo ist die? Da vorne, okay. Ah, ich hab sie gerade gesucht. Okay. Ich fahr. Wir wissen, was bei rauskommt, wenn du fährst. Ey! Wieso nimmst du eigentlich nie Begleiter mit? Weil ich die von dir doch nicht mitnehmen kann. Ja, eigener, warte, ich fahr die falsche Richtung. Boah, was? Ja, was? Was ist los? Okay, ja, keine Ahnung, ich bin eben gegen was gefahren, das ist irgendwie weggeflogen. Keine Ahnung, ich check's nicht. War ein Schild, ja. Ja, und das ist einfach bei mir weggeflogen. Also, ja. Boah, den überfahre ich. Bam, Junge. Hä, ich sehe den Marker plötzlich nicht mehr. Der Marker ist auch weg, fahren wir geradeaus. Das ist doch das Gelbe. Ach, das war das. Okay, ich verstehe es. Ich war nur verwirrt, weil ich deine Scheiße nicht gesehen habe. Sorry. Bis da. Interessiert keinen. Ich geh looten. Nice, ich habe Herstellungssachen gefunden. Wir müssen uns mal ein bisschen mit dem Craften beschäftigen dann an der Werkstatt, gell? Ich würde halt gerne wissen, wie man Warte. My son would be glad that Mace made a difference. Red nicht mal so viel. Also ich hab... Where did they end up? Digga, chill doch mal, halt mal dein Maul. Also ich hab die Notiz über den Streitkolben gefunden, Josh. Hier steht. Ich weiß nicht, wessen Streitkolben verschmiert, das ist ein Schuldschein. Wenn du jemals wieder herkommst, verschmiert, der hat mir das Leben gerettet und verschmiert meine Freunde. Sie hat mir das Leben gerettet und verschmiert meine Freunde. Das ist ja nicht so schön. Wenn mein Glück anhält, werde ich verschmiert, das liest, weshalb ich dir mein Leben verdanke. Wenn wir uns treffen, kannst du sie wieder haben. Auf der Nachricht steht eine Adresse, aber sie ist verschwommen und unleserlich. Ach so, ja, wow. Sebastian hat sich vom Trauma erholt. Da steht jemand auf die Olle. Ich hab wie du lootest, Alter. Du hast gerade diesen Russen-Move gemacht, wo man sich so hinhockt. Ach so, meinst du den geilen Russentanz, der ist sick. Alter, what the fuck? What the... Alter, der hat mich einfach... What the fuck, Alter? Oh, oh Gott. Wie der mich angesprungen hat. Holy crap. So, was zu looten. Sehr schön, ich habe wieder Heilungszeug. Boah, wir haben schon fast zu viel Heilungszeug. Was anderes wäre mal ganz wichtig. Tragbarer Generator. Solange wir Benzin haben, haben wir Strom. Installiere diesen Mod. Füge Benzin zu, um eine einzelne Anlage mit Strom zu versorgen. Das ist ja geil. Ja, du musst dann nur noch irgendwie so ein Benzin-Dings machen, dass du jeden Tag Benzin... Ja, lass mich mal eben ganz kurz das Ding ins Auto einladen, weil das ist echt schwer. Ich bin überladen. Hast du das eigentlich über ausgeladen, das Auto? Nee, aber ich kann das so mitnehmen. Ja. Hast du gesehen, dass Benzin im Auto ist? Also noch ein... Nee. Das war die ganze Zeit schon drin, ich dachte, dass du da rein. Ja gut, was muss ich jetzt machen? Ich hab nicht aufgepasst. Warum hast du denn... Was ist denn jetzt unser nächstes Ziel? Ich sehe nichts mehr markiert. Wir haben kein Ziel.
Ja, dann lass nach Hause fahren. Und lass die Scheiße wegbringen. War wieder eine von diesen Lone Quests. Oh Gott, oh Gott. Yo. Oh. Sorry. Brennt es? Nee. Hatte bei mir so Geräusche, als ob es brennen würde. Lass einfach warten, ich glaube, das ist einfach. Ja, du kannst schon wieder einsteigen. Junge, der hat aber auch einen fetten Blebe auch gehabt. Der hat lieber mal ein bisschen Activia gegessen, ey. Oh, alles cool. Den nehmen wir noch mit. Ja, zu viel Activia ist auch nicht gut, ne? Ja, aber der hatte zu wenig Activia. Das war eher, Das Game bricht noch so eine Grafikmod, ey. Das wäre geil. Dann könnten wir nicht mehr ein ordentlicher... Oh, mein. Zu laut. Huch, huch, zu laut. Zu laut. Sie rennt so komplett dieses Ding ein. Huch. Zu laut. Okay, wir haben eigentlich genug Ressourcen, um, genau, wir wollten noch das Lager ausbauen, das können wir eigentlich mal machen. Ja. Genau, das dauert jetzt 16 Minuten. Aber das ist ja erstmal egal. Ja. Wie kriege ich diesen Chirurgie-Scheiß? Du hast eine Tosse, die Chirurgie? Von. Ups. Boah, schon halb drei, ey. Komm ich so um halb acht aufzustehen. Yay. Ja, wir können ja bald aufhören. Ja. Haben ja morgen noch so ein bisschen Zeit, ne? Bisschen. Okay, also wir haben vier Verletzte, einen müden. Hä, hey, warum haben wir vier Verletzte? Ja, eben mit dem Auto, das hat alle verletzt. Hä? Hä? Wie dein Kopf? Ja. Es sind jetzt alle verletzt und Sebastian ist müde. Und Frost geht's ganz gut. Deswegen wäre es gut, wir würden jemanden finden für die Chirurgie. Ja. Aber kannst du das nicht mit dem Funkgerät machen? Ach nee, bau mal unten die Funkstation. Ich habe unsere Munition katalogisiert. Muss man hier unten die. Ja, Chimmer. Was war das denn jetzt eben? Wie komme ich denn jetzt da wieder hin? Was denn? Er hat mir irgendwas mit Munition gesagt per Funkgerät, das war aber so schnell weg. Aber naja. Wo kann ich denn die Funkstation hinbauen? Wo waren das? Ja, hier einfach wieder auf B und dann. Ich habe auch keinen freien Slot mehr. Unten in der Mitte, genau in der Mitte hast du es. Reden wir da nicht drüber. Du musst persönlich mit der Kommandozentrale interagieren, um diese Aktion auszuführen. Ja, die Kommandozentrale ist hier. Ja, oder? Oder was? Ich weiß nicht. Ja, was doch, es ist sie. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich verstehe nicht, was mir das jetzt gebracht hat. Ist sie jetzt da? Kannst du die bauen? Ja, die Kommandozentrale ist doch schon da. Ich könnte sie höchstens... Warte, das ist doch aufrüsten, ne? Ja genau, ich könnte sie aufwerten. Ja, dann werte sie mal auf. Ja, habe ich keine Baumaterialien für, weil wir gerade eben oben das aufgewertet haben. Ja, wie? Also bei mir ist sie noch nicht da, aber es kann auch sein, dass bei mir einfach auch nichts da ist. Bei dir ist ja noch gar nichts da. Hm? Bei dir ist ja noch gar nichts da. Bei dir ist wahrscheinlich auch nicht die Medizin und so da, oder? Bei mir ist... Doch, ja, Medizin ist nicht da, aber bei mir ist hier Werkzeug. Alter, das sieht ja schon echt gut aus hier. Die Werkstatt ist da. Hier links auch nichts. Was ist hier? Farm verwelten, Erträge verbessern. Ja, hier ist auch nichts bei mir. Ich hab mal die Erträge verbessert, weil ich kann das machen.
Okay, aber auf jeden Fall, das konnte ich schon mal aufwerten. Ja, ich finde, der nächste Punkt sollte sein, dass wir irgendwie, genau, dass wir der Chirurgie hinkriegen. Was steht denn bei dir oben links an den Punkten, was man machen könnte? Oh, ein Außenposten. Zugang zu Wasser würde unser Haus verbessern. Ja, wie machen wir Zugang zu Wasser? Hello. Will mal was gucken. Da war doch ein Brunnen vorhin. Quasi direkt hier, wo ich jetzt hinlaufe. Gibt's eine bessere Möglichkeit? Weiß es nicht. Also es gibt so Wasserbehälter. Ja, nur ein Brunnen ist ja eigentlich perfekt, um an frisches Wasser zu kommen. Ja, aber wie willst du denn da hier? This will make a great outpost. Hier, warte. Hier nicht. Hier muss ich irgendwas looten, sagt er mir. Aber wo? Drin sagt er es mir nicht. Hier drin sagt er es mir komischerweise nicht mehr. Warte, wenn ich mich hier hinstelle. Ist schon alles gelootet. Dankeschön für nichts. Vielleicht war das auch. Vielleicht sollte das nicht angezeigt werden und ist deswegen wieder weg. Aber warum können wir den Brunnen nicht verwenden? Ich habe keine Ahnung, wie wir an Wasser kommen. Ja gut, ich denke, das wird vielleicht irgendwann noch in einer Quest oder so kommen. Das heißt, ich würde jetzt sagen, wir beenden die Aufnahme für heute. Wir können ja, wenn du Bock hast, noch offscreen farmen. Und sonst...